Oh nein, schon wieder so ein von Kritikern geliebter Film, den ich mir vorknöpfe. Da wird ja jedes Wort auf die Goldwaage gelegt und kein Kultfan darf beleidigt werden. Ja, schon irgendwie, aber man muss. In Pulp Fiction haben wir nicht ein, nicht zwei, vielleicht drei, womöglich gar vier episodische Geschichten angereichert mit mittlerweile legendären Charakteren und ihren Erlebnissen. Darunter ein Überfall, zwei Auftragskiller im Dienst, ein Date, ein Boxer auf der Flucht und ein sehr misslungener Tag. Haben sie irgendwie alle dasselbe Ziel? Gibt es irgendein Kleister, der alles zusammenhält? Koffer. Aber das ist auch nicht die Faszination von Pulp Fiction. Im Grunde ist es etwas schwierig, die Faszination und die Magie von Pulp Fiction festzuhalten. Sind es die Darsteller? John Travolta feierte hier sein Comeback und wird sich vermutlich sein ganzes Leben bei Quentin Tarantino bedanken dürfen, dass dieser an ihn glaubte. Seine Figur des Vincent Vega ist auch cool und lässig in seiner Arroganz und in seinem Temperament. Aber er muss hinten anstehen, sobald Samuel L. Jackson in seine Figur des Jules die Manege betritt. Beide zusammen agieren wirklich, wirklich gut, aber wenn Samuel L. Jackson die Kamera für sich hat, dann hat Samuel L. Jackson die Kamera für sich. Diese Verhörszene, legendär. Das Finale im Diner, eine Dialog-, wenn nicht sogar Monologschlacht vom Feinsten, die genau das zeigt, was auch für den Rest des Films zutrifft. Ein sehr, sehr gutes Skript ist nichts wert, wenn du keine Schauspieler hast, die das auch verinnerlichen können. Das Skript an sich ist auch so ein Schmuckstück. Es gibt die ein oder andere Actionszene, aber die meiste Zeit treiben Dialoge die Handlung voran, unterstützt mit filmischen Mitteln. Es gibt seitenlange Dialoge und Monologe, die erst banal und unnötig wirken, aber im Gesamtbild entscheidend sind für die Charakterentwicklung, für die Motivation der Figuren. Alles, was man wissen muss über diese Figuren, wird gesagt. Erstaunlicherweise ist bei einer Laufzeit von 2,5 Stunden kein Wort zu viel. Und es wird viel geredet und getanzt und geschossen und geflucht. Als Zuschauer darf man lachen, man darf sich vor Anspannung die Fingernägel ausreißen. Man darf rausgehen aus dem Film oder den Film ausmachen und sagen, das ist der beste Film, der jemals gedreht wurde. Oder man darf einschlafen, den Film abgrundtief hassen und sagen, das ist ja der größte Mist, was jemals gemacht wurde. Warum mögen das so viele Leute? Ist okay. Der Film hat schon damals, 1994, einige Kontroversen ausgelöst. Bestes Beispiel dafür ist dieser Clip von den Filmfestspielen in Cannes, als bei der Verleihung der Golden Palme eine Frau wütend, tobend über die applaudierende Masse hinweg schrie: Skandal! Skandal! Als Antwort bekam sie den Mittelfinger von Quentin Tarantino. Um es mal zusammenzufassen, falls ihr noch nie Pulp Fiction gesehen habt, aber vom Kult angetan seid, von den ganzen Memes, die im Internet existieren, wenn ihr mal wissen wollt, was dahinter steckt, schaut endlich diesen Film. Er ist wirklich, wirklich gut. Und die Blu-ray-Fassung, die Special Edition Blu-ray-Fassung mit extremst vielen Extras, die ich unten in der Infobox aufgelistet habe, gibt es mittlerweile für 10 € in dem Laden eures Vertrauens. Also, wenn ihr mal im entsprechenden Laden eures Vertrauens rumschlendert und denkt, ach ja, heute mal einen Film mitnehmen, was könnte es denn sein? Und ihr seht Pulp Fiction, ihr habt es noch nicht, nehmt ihn mit! Das ist genau genommen die Definition von Blindkauf. Es ist ein Blindkauf, es ist die höchste Wertung, die wir geben können. Also es ist ein wirklich guter Film. Schaut ihn euch an und erlebt Pulp Fiction. Geht danach oder davor in einen American Diner und bestellt einen Big Kahuna Burger. Trinkt einen $5 Shake oder eine Vanilla Coke. Gewinnt mit eurer Dame den Twist-Tanzwettbewerb. Rettet sie danach vor einem Herzversagen. Gebt ihr eine Fußmassage. Was? Haben wir jetzt eigentlich vergessen, die großartige Uhrenszene von Christopher Walken zu erwähnen? Sie ist großartig. Schaut den Film!